You use cement. You talk to Francis, na? Mm. How to use? Okay. Yeah, yeah, this one not good, na? Always sinking, na? And here also have a problem, na? Yeah. Outside. Outside you will also fix, na? If you need more, you let me know, na? No, no here. No. Change. You let me know what you need, na? Ja, das ist natürlich klar hier, das setzt sich ab, da sind wieder riesige Risse drin. Aber gut, wenn es dann wieder gemacht ist, dann ist wieder gemacht. Hm. Wahnsinn. Big job, ne? Ja. Me here, ne? Not small job, many problems, ne? From here inside. Other side. And take out also. Yeah, yeah, you. Okay. Well, cement. Hmm? Cement good. Good. This one good. Yeah. We need one more? No. Okay. Yeah. Okay, you let me know, na, when you need. Let me know. Ja, die Gerda ist auch wieder im Lande. Wir haben noch gar kein Video gemacht. Hallo. Ja. Und hier der. Wir machen jetzt da noch ein bisschen. Das ist unser Zaubertrank. Weißt du, der Zauberkräfte schafft, wie bei Asterix und Obelix. Und jetzt tu mal das die Zitrone da rein schütten. Schau. Ah. Siehst du, wie sich die Farbe ändert? Ja. Schön, ne? Sehr schön. Weiß ich alles. Nicht ganz mehr lernen. Ja, und gesund ist es auch noch. Hm? Gesund. Ich muss mal gucken, wie es schmeckt. Du sagtest, das wäre das Leckerste. Aber ein bisschen warm. Ja, naja, weil es ihn gerade frisch gemacht hat, ne? Ja, ist irgendwie Tee. Ja, ist der Tee. Das ist der Butterfly. Jetzt mal zu unserer Waschmaschine. Die haben wir ja damals extra, habe ich das schon so hochbauen lassen wegen Flut. Aber das hat wohl nicht gereicht. Look, the water come until here, ne? Hm. Ne? Hm. Also das bis hierher, das heißt ja bis zur dritten Stufe, ja? Das war ja bis zur dritten Stufe dreckig. So the only thing, if we want to be sure, we make more higher. Ne? Because every time you buy everything new, all these things, this is new, ne? And the thing is also, we are always handicapped, we cannot use it, ne? At least when we build it higher. I mean, until here it probably would be okay, ne? But it got too high. That's why. Naja, dann kann man da noch einmal drüber gehen am Montag. Oder am Sonntag, Samstag, Sonntag. Aber am besten ist es wirklich, das zu machen, wenn es regnet, weil da ist es schon wegen eingeweicht, ne? Sonst musst du es ja erst feucht machen. So, die Grenze. Vielleicht mache ich dann so langsam mal die ganze Straße mal wieder sauber. Weil wenn du es dann ab und zu mal machst, alle zwei Wochen, weißt du, dann ist es halt schnell gemacht. Da muss ich noch einen längeren Schlauch kaufen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke! Super! Give me five! Yeah!